Hallo zusammen und schön, dass ihr zu einem Video von mir eingeschaltet habt. Heute mache ich eine super spannende Wanderung und zwar geht's hoch zum Watzmannhaus. Tatsächlich erwarten mich 1300 Höhenmeter. Ist für mich auf jeden Fall auch eine Herausforderung und etwas, was ich in der Höhenlage noch nicht gemacht habe. Tatsächlich könnte man auch noch weiter die Watzmann-Überschreitung machen, aber das hebe ich mir für ein andermal auf. Heute sind es so knapp 4 Stunden, denke ich mal, wird der Aufstieg dauern. Und ich würde sagen, ich zeige euch die Tour und nehme euch mit und würde sagen, wir packen es gleich zusammen an. Wir haben uns für den Weg über die Stubenalm und die Mitterkaseralm entschieden. Und los ging das Ganze von der Wimbachbrücke und es ist direkt von Anfang an sehr, sehr steil bergauf gegangen. Mensch, die Wanderung hier hoch aufs Watzmannhaus ist definitiv sehr schweißtreibend und auch gut anstrengend. Und die 1300 Höhenmeter spürt man auf jeden Fall schon sehr, sehr schnell. Hier bin ich gerade bei der Stubenalm angekommen. Die könnt ihr zum Beispiel direkt da unten sehen. Da kann man, wenn man möchte, auch schon auf eine Brotzeit einkehren oder man macht es auf dem Rückweg, wie man eben Lust hat. Aber wir haben von dem Punkt hier aus noch 2,5 Stunden vor uns und ich würde sagen, wir packen es weiter an. Wenn man eine weitere Stunde nach der Stubenalm ungefähr gewandert ist, dann kommt man an der Mitterkaseralm vorbei und von dort aus hat man ungefähr die Hälfte der Tour schon geschafft und es lohnt sich auf jeden Fall dort einen kleinen Trinkstopp einzulegen und sich auch so ein bisschen zu erfrischen. Und das Schöne ist, von dort aus hat man auf jeden Fall schon mal einen schönen Blick auf den Watzmann nach oben und anschließend schlängelt sich der Weg dann auch ins Serpentine nach oben. Man geht tatsächlich über Stock und Stein, über Wurzeln und so weiter. Und da ist es auf alle Fälle wichtig, dass man gutes Schuhwerk auch dabei hat. Wir sind jetzt knapp eine weitere Stunde hier durch die Serpentinen unterwegs und das Schöne ist, man bekommt hin und wieder auch einen Blick auf den Watzmann, wenn man so durch die Bäume blickt und ich muss ehrlich sagen, ich kann es gerade kaum erwarten, oben anzukommen. Aber auch der Weg nach oben bietet so ein schönes Panorama. Durch die Bäume hindurch bekommt man hin und wieder auch einen schönen Blick auf die Berchtesgadener Alpen und ins Tal nach unten. Also wirklich sehr, sehr schön. Ich würde jetzt langsam weitergehen. Ich merke auch langsam so richtig die Anstrengung. Wir sind jetzt auch schon eine ganze Weile unterwegs und ich freue mich sehr, sehr oben anzukommen und das Watzmannhaus zu erblicken. Auf dem letzten Abschnitt des Weges hatte man einen so tollen Blick auf die Watzmannfrau und auch auf das ganze Watzmann-Kar. Ich war total beeindruckt, weil es landschaftlich einfach so atemberaubend schön war. Und natürlich konnte man auch einen richtig tollen Blick auch auf die Berchtesgadener Alpen bekommen. Die letzten 10 Minuten des Weges waren dann doch auch sehr, sehr steinig und ich musste mich auch noch mal ganz schön konzentrieren, weil ich tatsächlich auch etwas erschöpft war nach knapp 4 Stunden, die wir unterwegs waren. Aber wenn man dann auch das Ziel im Blick hat und auch weiß, dass man gleich angekommen ist, dann erfüllt einen das natürlich mit so viel Freude. Als ich dann endlich das Watzmannhaus erblickt habe und das Ziel in Sichtweite war, war ich auf jeden Fall sehr, sehr glücklich und auf jeden Fall auch sehr, sehr beeindruckt. Ich bin so stolz und so glücklich. Wir sind jetzt hier tatsächlich auf knapp 1900 Meter am Watzmannhaus angekommen und die Wanderung war wirklich an der einen oder anderen Stelle sehr herausfordernd und ich muss schon wirklich sagen, die 1300 Höhenmeter spürt man intensiv, aber es ist auf jeden Fall machbar und wenn man schaffen will, kommt man auf jeden Fall nach oben. Jetzt werde ich mich erstmal mit was zu essen und zu trinken stärken und ich werde ja auf der Hütte auch übernachten hier auf dem Watzmannhaus. Das heißt, ihr bekommt auf jeden Fall noch mal ein paar Einblicke von mir hier zum Watzmannhaus, aber ich würde sagen, erstmal gehe ich was essen. Wir sind im Watzmannhaus sehr, sehr herzlich und liebevoll begrüßt worden und haben uns dann erstmal eine Brotzeit bestellt. Es gibt wirklich eine tolle Auswahl an Essen und Trinken und später gab es dann auch noch das Watzmannschnitzel, was ich absolut empfehlen kann, weil es sehr, sehr lecker ist. Und wenn man noch Lust auf was Süßes hat, dann gibt es wirklich einen köstlichen Kaiserschmarrn, den wir uns auch noch gegönnt haben nach dieser langen und schweißtreibenden Wanderung.
Ja, und dann gab es auch schon eine Führung in unser 6-Bettzimmer. Von dort aus hatten wir einen so schönen Ausblick auf das Berchtesgadener Tal und auch auf die Berchtesgadener Alpen. Es war wirklich so unglaublich schön, als ich diesen Blick durch dieses Fenster bekommen habe. Ich war total beeindruckt und muss echt sagen, dass es wunderschön ist. Wichtig ist, dass man bei einer Hüttenübernachtung eben auch den Hüttenschlafsack und eben auch ein paar Hüttenschuhe mit dabei hat. Ja, und die Sanitäranlagen zeige ich euch natürlich auch noch, weil ich persönlich war echt begeistert, dass alles so super sauber ist und alles auch wirklich richtig, richtig schön hergerichtet war. Ja, an dem Tag, als wir angekommen sind, war es dann tatsächlich abends etwas bewölkt. Ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass wir so einen schönen Sonnenuntergang bekommen. Tatsächlich hat dann aber kurze Zeit später sich ein so tolles Naturschauspiel gezeigt und wir konnten diesen Sonnenuntergang genießen. Ich habe wirklich herrlich geschlafen hier im Watzmannhaus. Mir war ein bisschen kalt, deswegen habe ich mit 3 Decken geschlafen, aber das ging problemlos. Und jetzt habe ich mich noch gestärkt mit einem leckeren Frühstück. Und jetzt würde ich sagen, geht's zum Abstieg. Und dann freue ich mich auch schon auf Allweg Lehn, wo wir uns dann auch gleich wiedersehen werden. Das Camping- und Glamping-Resort Allweg Lehn liegt mitten im Berchtesgadener Land mit einem absolut gigantischen Ausblick auf das Berchtesgadener Land. Dort gibt es tatsächlich auch ein ganz nettes Restaurant, wo man auch irgendwie einkehren kann, wenn man keine Lust hat zu kochen. Denn die meisten Unterkünfte sind tatsächlich mit Küche ausgestattet. Und ich habe in einem Campingfass übernachtet, was ich zum allerersten Mal gemacht habe. Und ich fand es super spannend und finde auch, dass die Campingfässer super innovativ und auch cool sind. Und schön ist, dass man echt von diesen Campingfässern aus einen so schönen Ausblick hat. Rundherum kann man tatsächlich die Berchtesgadener Alpen betrachten und einfach das schöne Panorama bis hin zum Watzmann genießen. Ich bin jetzt gerade vom Watzmann runtergekommen und mich erwartet hier dieses unglaublich schöne Campingfass, in dem ich hier übernachten werde. Mitten in dem Berchtesgadener Panorama. Man kann von hier aus direkt auf den Watzmann blicken und ich freue mich total, hier ein bisschen Zeit zu verbringen. Ja, ich würde sagen, ich zeige euch das Campingfass direkt mal und nehme euch direkt mal mit rein. Und zwar könnt ihr hier direkt hier die Schlafecke sehen. Das ist ja wirklich mit so viel Liebe gemacht und so zuckersüß. Schaut euch alleine diese süße Bettwäsche an. Also da war ich direkt hin und weg. Und das Schöne ist, man hat hinten hier noch so ein kleines Fenster. Und perfekt ist natürlich auch dadurch, dass es hier so ein bisschen höher ist, dass man hier unten eben auch noch so eine kleine Treppe einfach auch hat, auf die man draufsteigen kann, um dann eben hier ins Bett zu steigen. Und man hat auch hier verschiedene Möglichkeiten, um eben auch sein Gepäck zu verstauen oder sein Bergsteigerzeug, je nachdem, was man eben dabei hat. Und ich würde mich direkt mal hier hinsetzen. Und zwar könnt ihr nämlich hier dann auch die Sitzecke sehen. Hier gibt es auch noch einen Tisch, den man ausziehen kann. Also sprich, wenn ihr abends eine Brotzeit oder so hier machen möchtet, dann könnt ihr es ganz gemütlich hier haben und es euch hier gemütlich machen. Ich persönlich finde, dass das Campingfass, wie gesagt, mit sehr, sehr viel Liebe zum Detail eingerichtet ist. Könnte es mir im Winter noch mal ein bisschen besser vorstellen, weil jetzt im Sommer ist es auch ein bisschen warm hier drin. Aber wenn ich euch den Ausblick zeige, den ihr gleich zu sehen bekommt, bevor ich euch hier noch mal zeige, was so ein bisschen dabei ist. Also hier ist zum Beispiel eine Kaffeemaschine mit dabei. Das heißt, man kann sich morgens ganz gemütlich einen Kaffee trinken, Kaffee machen. Und wenn man kein Kaffeetrinker ist, kann man sich natürlich auch einen Tee machen, weil hier oben zum Beispiel auch noch ein Wasserkocher mit dabei ist. Und für diejenigen, die hier so ein bisschen auch was dabei haben möchten, da kann man zum Beispiel eine Flasche Wein, Bier oder was zum Essen kühlen. Da ist auf jeden Fall für alles gesorgt, würde ich sagen. Und jetzt zeige ich euch nochmal diesen Ausblick hier draußen. Das ist ja wirklich, schaut mal, das ist doch absolut gigantisch, oder? Da hat man doch auf jeden Fall Bock, morgens hier aufzuwachen oder hier ein Picknick zu machen oder einfach nur hier zu chillen, sich zu entspannen und einfach den Ausblick zu genießen. Ich möchte euch natürlich auch noch eins der liebevoll eingerichteten Chalets auch zeigen, die man in Allweg Lehn auch buchen kann. Die sind mit einer Couch eingerichtet, mit einer voll ausgestatteten Küche und auch einem Esstisch.
und sind für Familien und größere Gruppen natürlich optimal, weil es über zwei Schlafzimmer verfügt, die wirklich lichtdurchflutet sind und auch mit so viel Liebe eingerichtet sind. Also hier kann man auf jeden Fall sehen, das Chalet hat zwei Schlafzimmer und auch das Badezimmer ist wirklich lichtdurchflutet und auch wirklich toll eingerichtet. Ja, mit allem, was man braucht. Aber das Beste, wie ich finde, ist einfach auch diese wunderschöne, riesengroße Terrasse, von der man aus wirklich entspannen kann und diesen fantastischen Ausblick einfach genießen kann. Natürlich kann man hier nicht nur in Campingfässern übernachten, sondern man kann hier auch ganz klassisch zum Campen kommen. Und wer das nicht möchte, kann sich natürlich hier auch ein Chalet buchen. Hier gibt es voll ausgestattete Chalets. Da ist Bad und Küche mit drinnen. Und die haben auch eine traumhaft schöne Terrasse, von der man aus wirklich einen gigantischen Ausblick hier auf das ganze Panorama genießen kann, sich entspannen kann nach einer schweißtreibenden Wanderung oder nach einer Mountainbike-Tour. Hier gibt es ja so viele Aktivitäten hier im Berchtesgaden. Land. Und für diejenigen, die sich auch einfach mal entspannen wollen zwischendurch, gibt es auch einen Spa-Bereich, wo man sich auch massieren lassen kann. Und deswegen freue ich mich jetzt auch schon drauf, das Ganze zu genießen und hier ein bisschen freie Zeit auch zu verbringen. Ich freue mich total, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid und hoffe, dass für euch ein paar spannende Einblicke dabei waren. Ich werde mich jetzt aus diesem Video verabschieden und werde mir ja die wohlverdiente Freizeit und den wohlverdienten Urlaub jetzt auch gönnen. Vor allem nach dieser schweißtreibenden und auch spannenden Wanderung freue ich mich ganz besonders drauf, mich jetzt ein bisschen zu entspannen und würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr mich wissen lasst, ob euch das Video gefallen hat. Das könnt ihr ganz, ganz easy machen, indem ihr mir einen Daumen nach oben hinterlasst. Ist natürlich für mich auch immer ein super Feedback zu wissen, ob euch meine Videos gefallen. Und wenn ihr natürlich auch Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr die natürlich immer gerne im Kommentarfeld platzieren. Eure Fragen könnt ihr natürlich auch direkt über Instagram an mich richten. Dort findet ihr mich unter Elsa liebt das Leben. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns in einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Denkt also unbedingt dran, kostenlos meinen Kanal zu abonnieren. Dann sehen wir uns auf alle Fälle in einem meiner nächsten Videos wieder. Ich freue mich drauf und sage ciao, ciao, Pfiati, bis zum nächsten Mal.